Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. Das Leben ist zu kurz, um schlechte Bücher zu lesen. Deshalb verraten wir, welche Neuerscheinung sich wirklich lohnt. Also es ist auf jeden Fall kein Sachbuch, in dem man einen Überblick erhält. Es ist ein Sachbuch, das sehr persönlich geschrieben ist. Es ist ein interessant zu lesendes Buch. Es hat mir Spaß gemacht, es zu lesen. Ganz große Empfehlung, tolles Buch, unbedingt lesen. Michael Lange, Dagmar Röhrlich und Ralf Kauter sind das Sachbuchtrio des Deutschlandfunks. Na, man muss natürlich so ein bisschen multidimensional denken. Entschuldigung, ja, Moment. Die drei Wissenschaftsjournalisten sind selten einer Meinung und nehmen nie ein Blatt vor den Mund. Man weiß nicht, was Einstein in diesem Buch zu suchen hat. Es ist mir auch ein Rätsel geblieben. Ich habe das Buch nach 150 Seiten doch recht frustriert zur Seite gelegt. Mir tun wirklich die Bäume leid, die gestorben sind, um mit diesem Buch bedruckt zu werden. Ergänzend zur vierteljährlichen Sendung Auslese gibt das Sachbuchtrio ab sofort regelmäßig Lesetipps. In Auslese kompakt, der neuen Rubrik für Kurzrezensionen in Forschung aktuell. Auslese kompakt. Der Buchtipp von Ralf Krauter. Willkommen in Paranoia. Dieser Gedanke schießt der Hauptfigur des Romans Zero von Mark Ellsberg immer wieder durch den Kopf. Auslese. Kompakt. Zielgruppe. Geeignet für wissensdurstige Gehirne, die sich selbst besser kennenlernen wollen und bereit sind, mehr aus sich zu machen. Erkenntnisgewinn. Höchste Zeit für einen bewussteren Umgang mit unserem Planeten, denn wir haben nur den einen. Spaßfaktor? Hoch. Allerdings droht die Lektüre Verfolgungswahn und Smartphone-Phobie Vorschub zu leisten. Mit der passenden Verhaltens-App lässt sich das aber in den Griff bekommen.